liebe Kinder. Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das finde ich auch. Toll. Heute gibt es eine Geschichte vom Spielplatz für euch. Vom Spielplatz? Ja, da ist nämlich was vorgefallen. Ach. Aber das erzähle ich euch erst nach unserem Kinderkircheneingangslied. Ja, da bin ich ja gespannt. Sag mal, jetzt mal, was wollen wir denn jetzt singen? Jule, weißt du, was wir singen wollen? Ja, klar weiß ich, was wir singen wollen. Olli, wir singen einfach Spitze! Das ist ja eine tolle Idee. Dann mal los! Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, von den Blumen und den Herren. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, lass uns klatschen, einfach Spitze, lass uns klatschen, einfach Spitze, komm mit oben an den Herrn. Einfach Spitze, lass uns klatschen, einfach Spitze, lass uns klatschen, einfach Spitze, komm mit oben an den Herrn. Stampfen? Einfach Spitze, lass uns stampfen, einfach Spitze, lass uns stampfen, einfach Spitze, kommen wir oben ab den Herrn. Einfach Spitze, lass uns klappen, einfach Spitze, lass uns stampfen, einfach Spitze, kommen wir oben ab den Herrn. Springen, einfach Spitze, lass uns springen, einfach Spitze, lass uns springen, einfach Spitze. Einfach Spitze, lass uns tanzen, einfach Spitze, lass uns tanzen, einfach Spitze, kommen wir oben an den Herrn. Einfach Spitze, lass uns tanzen, einfach Spitze, lass uns tanzen, einfach Spitze, kommen wir oben an den Herrn. Ja, nun erzähl doch mal, was da passiert ist. Ja, also so ganz... Ich hab halt, war auf dem Spielplatz, okay, weil eine gute Freundin von mir da war und dann saßen da zwei Kinder im Sand. Und die haben da eigentlich, wie ich fand, total nett miteinander gespielt. Ja. Naja, und auf einmal gab's ein großes Geschrei, da rief der eine mal, meine Schaufel, gib mir meine Schaufel jetzt. Hat das Kind die Schaufel geklaut? Ich gehe davon aus, es hat einfach mit der Schaufel gespielt. Und der andere wollte sie wohl benutzen. Ja, das eine Kind war dann so wütend, dass es eine Handvoll Sand genommen hat und dem anderen Kind einfach damit ins Gesicht geworfen hat. Aber das tut doch weh. Das tat dem Kind auch weh und es ist direkt zur Mama gerannt. Die Mama hat das Kind dann getröstet. Ja, es hat total geweint, hat den Sand weggemacht und sagte dann aber, naja, was ist denn vorgefallen? Dann erzählte das Kind, naja, der hat mir einfach so Sand ins Gesicht geworfen. Ja, aber da ist doch vorher das mit der Schaufel gewesen. Genau, das sagte die Mutter dann nämlich auch. Naja, du hast vorher die Schaufel von ihm weggenommen und es nicht wieder zurückgegeben. Da nickte das Kind dann nur und sagte, ja, das war vielleicht nicht ganz richtig. Gut, die Mutter dachte sich, naja, die beiden sind ja eigentlich beste Freunde. Da wollen wir nicht wieder zusammen hingehen. Dann sind die Mutter mit dem Kind zusammen zu dem Jungen zurück in die Sandkiste gegangen. Ja, das ist ja gut. Und dann haben sich die beiden wieder vertragen, weil sie gesagt haben, wir spielen doch lieber gemeinsam als alleine. Und dann haben die sich sozusagen entschuldigt gegenseitig, oder wie war das? Genau, da hat der eine Junge gesagt, es tut mir leid, dass ich dir die Schaufel weggenommen habe. Ich habe das nicht verstanden, ich habe das so verstanden, dass du die möchtest. Jetzt. Aber davor war das nicht so. Und der andere mit dem Sand? Der andere war noch ein bisschen böse wegen der Schaufel, aber merkte dann auch ganz schnell, naja, so richtig gut war das jetzt
Nicht. Nee, mit Sand ins Gesicht, das macht man auch nicht, oder? Nee, das kann ja auch ganz schön gefährlich werden. Ja. Und dann hat er sich bei seinem Freund entschuldigt und hat gesagt, es tut ihm sehr leid. Die haben sich gegenseitig entschuldigt? Ja, weil sie ja beide einen Fehler gemacht haben. Ja, toll. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man sich am Ende, man kann sich streiten, aber wichtig ist, dass man sich danach wieder versöhnt. Das finde ich auch. Und auf geht's zum nächsten Lied. Also kräftig mitmachen, hinstellen und wir singen zusammen Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar groß, so hoch. Was kann höher sein, so tief? Was kann tiefer sein, so weit? Was kann weiter sein, so wunderbar groß? Gottes Gnade. Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. Gottes Segen. Gottes Segen ist so wunderbar, Gottes Segen ist so wunderbar, Gottes Segen ist so wunderbar groß, so hoch. Was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. Lasst uns nun gemeinsam das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.